Ich bin Joachim Erkenbrecht, ich bin Professor hier an der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf-Kaiserswerth und ich leite den Studiengang Medizinische Assistenzchirurgie. Ich bin möglicherweise ein ungewöhnlicher Studiengangsleiter für ein chirurgisch basiertes Fach, denn ich bin von Hause aus Internist. Ich habe über viele Jahre geleitet eine große Krankenhausabteilung für innere Medizin mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, also Magen-Darm-Erkrankung, und Onkologie, also Krebserkrankungen. Warum ist es trotzdem wichtig, dass ein Internist in einem Studiengang mit dem Schwerpunkt Chirurgie vorhanden ist und lehrt? Die innere Medizin ist, wenn Sie so wollen, die Mutter aller Fächer in der Medizin. Sie ist die Grundlage. Sie erklärt, warum Organe im Körper so funktionieren, wie sie funktionieren. Und sie erklärt, warum Krankheiten so auftreten, wie sie auftreten. Und schließlich gibt die innere Medizin die Grundlage für die Therapie. Damit das alles umgesetzt werden kann, damit Diagnostik und Therapie schwerer Erkrankungen gut umgesetzt werden kann, brauchen Ärzte Unterstützung durch viele andere Menschen. Sie brauchen Unterstützung, weil sie viel in den Operationen gebunden sind. Sie brauchen Unterstützung bei der Erhebung von Vorgeschichten. Sie brauchen Unterstützung im Gespräch mit Patienten. Sie brauchen Unterstützung in der Ausführung von diagnostischen Maßnahmen. Ultraschall, andere Dinge, für die Ärzte nicht unbedingt da sein müssen, für die Ärzte andere Aufgaben übernehmen können. Ich bin Professor an der Fliedner Fachhochschule im Studiengang Medizinische Assistenzchirurgie, stellvertretender Studiengangsleiter und gleichzeitig Vorsitzender des Deutschen Hochschulverbandes Physician Assistant. Aus dieser Position heraus freue ich mich sehr, dass sich das Berufsbild in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hat, wobei wir an der Fliedner Fachhochschule mit unserem Studiengang einen großen Anteil daran haben, denn wir sind mit knapp 300 Studierenden der größte Studiengang dieses Berufsbildes in Deutschland. Als Chirurg freue ich mich natürlich ganz besonders, dass wir einen Schwerpunkt auf den operativen Fächern haben, um unsere Studierenden gerade in diesem Bereich in den Kliniken besonders gut vorzubereiten. Aus meiner langjährigen Tätigkeit als Krankenhauschirurg ist mir bewusst, dass wir sehr viele gut qualifizierte Kräfte auf akademisiertem Niveau brauchen, um den zukünftigen Anforderungen an die Komplexität des ärztlichen Handelns gerecht zu werden. Damit unsere Studierenden auf ihren Berufstag auch gut vorbereitet sind, bieten wir ein breites Spektrum an Fortbildungsmöglichkeiten an. Dazu gehören neben Seminaren und Vorlesungen auch Workshops wie Nahtworkshops, Knotenkurse, Ultraschallworkshops und Teilnahme an Live-Operationen, um direkt einen guten Eindruck für ihre späteren Tätigkeiten gewinnen zu können. Auch von meiner Seite, guten Tag. Mein Name ist Alexander Kern. Ich bin ebenso Professor an der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf, dort ebenso als Lehrender tätig im Gebiet der Neurologie, Psychiatrie und Rehabilitationsmedizin. Sie haben auch von meinen beiden Vorrednern, Herrn Professor Erkenbrecht als Internist und Herr Professor Heistermann als Chirurg, schon gehört, dass diese beiden Fachgebiete ganz besonders wichtig sind für das Verständnis der Medizin, die Tätigkeiten unserer Absolventinnen und Absolventen. Und doch ist es auch so, dass die Psychiatrie und die Neurologie ein ebenso ganz wichtiges Fach sind, die es gilt, auch da zu vertreten. Das liegt daran, dass das Gebiet der Neurologie und Psychiatrie früher einen gemeinsamen Facharzt hatte, ein gemeinsames Gebiet war, das sich historisch bedingt wegen der Vielzahl der Erkrankungen, der Diversifizierung der Behandlungsmöglichkeiten weiter ausgedehnt hat und auf diese Weise einen großen Freiraum lässt für tatkräftige Unterstützung akademisch ausgebildeter junger Leute, sprich Absolventinnen und Absolventen unseres Studiengangs in Düsseldorf. Das heißt, ich freue mich darauf, wie bisher schon in meinem Unterricht, mich dem Gehirn zu widmen, unseren Sinnen, unseren Wahrnehmungen, aber auch unserer Psyche. Nicht zuletzt sind Themen wie Depression, Burnout, psychiatrische Krankheitsbilder, aber auch die künstliche Intelligenz, das Digitale, die digitale Welt, die ja immer mehr auch in unseren Verstand, unsere sozusagen Gehirntätigkeit eingreift, sich damit verwoben ist. Und umso wichtiger ist es praktisch auch klinisch dort tätig zu bleiben. Und ich merke die Freude der Studierenden in den Kursen, in den Vorlesungen, in den Workshops, die zurückkommt und die ich gerne auch wieder an Studierende zurückgebe. Sie sollen akademisch ausgebildet werden, Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus, aber auch in den Praxen zu unterstützen. Sie werden mitarbeiten in den Operationen,
Sie werden mitarbeiten in den Patientengesprächen. Sie werden Patienten erklären, welche Erkrankung sie haben und welche Konsequenzen das für ihr Leben bedeutet. Sie werden mithelfen, Therapien mit den Patienten gemeinsam durchzuführen. Und deswegen ist Ihre Aufgabe so sehr, sehr wichtig, im Krankenhaus wie in der Praxis. Und Sie helfen den Ärzten insgesamt, den großen Alltag im Krankenhaus und in der Praxis zu bewältigen. Deswegen ist es ein großartiger Beruf, ein spannender Beruf, ein Beruf, der große Zukunftsperspektiven hat. Man kann Sie nur Glück wünschen, dass Sie dieses Studium begonnen haben und beginnen werden, um einen wichtigen Beruf im Gesundheitssystem in Deutschland auszuführen.